Ihr habt noch genau 30 Minuten, ansonsten fange ich an, hier Leute umzulegen. Eine Bank in Hannover, Schauplatz eines bewaffneten Überfalls. Ein Albtraum für die anwesenden Kunden und Angestellten. Wer sich jetzt falsch verhält, riskiert sein Leben. 100.000 in bar! Los, mach hin! Es tut mir leid, so viel Geld haben wir nicht. Ich kann Ihnen 10.000 Euro in 50ern geben. Verarsch mich nicht! 100.000 und kein Cent weniger! Bitte. Das schaffen wir, die Kohle! Die Bankangestellten aktivieren den Alarm. Verarsch mich nicht! 100.000 und kein Cent weniger! Ja, wir tun, was Sie verlangen, aber bitte bleiben Sie ruhig! Ich hab keine Zeit, mach hin! Die Polizei ist informiert und binnen 5 Minuten am Ort des Geschehens. Den Part des Einsatzkommandos übernimmt das Team von Leon Training. Diese Firma besteht aus ehemaligen und teils noch aktiven Beamten aus Spezialeinheiten, die sich auf Verhaltensschulungen von Geiseln spezialisiert haben. Sie verfolgen den inszenierten Überfall live und gehen wie bei einer echten Geiselnahme vor. Im Jahr kommt es zu 150 räuberischen Erpressungen auf Bankinstitute in Deutschland. Manche davon enden in einer Geiselnahme. Für die Opfer ein extremer und lebensbedrohlicher Zustand. Gerade jetzt kommt es auf das richtige Verhalten an. Keiner rührt sich hier. Die Hände bleiben hinterm Kopf. Die Polizei muss sich zuerst einen Überblick verschaffen und zapft die Überwachungskamera der Bank an. Phase 1. Die erste Phase hat jetzt begonnen. Die ist besonders gefährlich, weil sie sehr von Emotionen geleitet ist. Der Täter hat noch nicht Macht und Kontrolle übernommen. Die Geiseln wissen noch nicht, was mit ihnen passiert. Die sind in Todesangst. Hier kann es immer zu lebensgefährlichen Gewaltübergriffen kommen. Wo ist das Geld, war meine Frage. Komm schon, lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich bin hier nicht auf. Hinnig. Ich will hier nur raus. Ich hab dir nichts getan. Ich will hier nur raus. Du sollst dich umdrehen. Hände in den Kopf. Und zick hier nicht rum. Die Sicherheitskräfte der Polizei sind am Tatort. Sie positionieren sich vor dem Gebäude. Jetzt heißt es herauszufinden, was ist die Motivation des Täters? Wie ist er bewaffnet? Je mehr Informationen, desto besser die Verhandlungsstrategie. Wie lange eine Geiselnahme dauert, kann niemand vorhersagen. Es hängt vom Täterprofil ab. Bei einer nicht geplanten Geiselnahme, wie in unserem Fall, ist es allerdings hilfreich, Zeit zu schinden, da der Täter in der Regel eine immer größere emotionale Nähe zu den Geiseln aufbaut. Die Verbindung zur Kamera und die Extraleitung für den Ton steht. Gut, dann hören wir und sehen wir jetzt ab jetzt mit, ja? Alles klar. Den größten Fehler, den die Opfer jetzt machen können, ist Gegenwehr zu leisten, da der Täter Widerstandshandlungen in seinen Tatplan mit einbezogen hat. Und gerade hier kommt es zu den meisten Verletzungen. Wer von euch hat einen Schlüssel für die Tür? Ich? Na komm, schieß ab vorne. Ja, Moment. Wo ist der Schlüssel? Ja, Moment. Ab, geh, abschießen, komm, los, 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 los! Mach zu, schneller! Komm, schneller, beweg dich! Wer hat die Beule rufen? Bitte bleiben Sie ruhig. Wir werden alle Ihre Forderungen erfüllen. Maul, setz dich hin da. Setz dich hin da. Geiseln sollten hier versuchen, Ruhe zu bewahren, auch wenn das immer so einfach klingt. Aber Panik ist in dieser Situation ein ganz schlechter Begleiter. Nimm doch das verdammte Geld und geh oder lass uns raus hier. Gesicht da unten, leg dich hin. Sie bringen uns alle in Gefahr. Legen Sie sich wieder hin. Ist doch Gesicht klar. Da unten, leg dich hin. Und denk hier nicht rum. Ich muss nachdenken. In einer solchen Phase dürfen die Geiseln den Täter nie direkt ansprechen. Es gilt, nur das machen, was von einem verlangt wird. Die Frau ist ein Risikofaktor, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen Geiseln. Sie macht typische Fehler. Sie duzt den Täter, sie hält ihm die Tat vor, sie starrt ihn die ganze Zeit an. Der Mann hier hat sich besser unter Kontrolle. Er wirkt hier sogar positiv auf die anderen Geiseln ein. Am sichersten ist es, ruhig liegen zu bleiben, nicht zu reden und keine hektischen Bewegungen zu machen. Hey! Hier ist Ruhe. Geiseln sollten unbedingt zuhören, was der Täter sagt, um ihn nicht zu verärgern und bei Fragen immer die Höflichkeitsform wahren. Er muss das Gefühl haben, dass er ernst genommen wird. Was machst du da? Nichts. Was machst du da? Nichts. Gib das Handy raus. Gib das Handy raus. Rüberschieben. Thank you.
Auf eine Frage hin nicht lügen, wenn der Geiselnehmer die Antwort überprüfen kann. Damit schürt man nur sein Aggressionspotenzial. In dieser ersten Phase einer Geiselnahme bilden die emotionalen Reaktionen der Geiseln die größten Gefahren. Eine hochexplosive Mischung aus Todesangst, Panik, den Gedanken an einen Fluchtversuch, aber eben auch große Wut, ja, führen hier zum totalen Kontrollverlust. Sie müssen sich beruhigen. Hören Sie, hier wird sich niemand bewegen. Ich kann Ihnen jetzt die 10.000 Euro geben, aber die 90.000, die muss ich erst bei der Zentrale anfordern. Dann mach! Ja! Dann kümmere dich! Komm, ja, komm, komm, ja, hoch! Ja, komm! Ja. Ab, rüber! Ja. Zentrale? Ja, hier Filiale Hannover. Ja, wir benötigen wieder neues Bargeld, genau. Ja, 90.000. Ja, bitte kurzfristig. Eine halbe Stunde? Gut, wiederhören. Täter haben unterschiedliche Motivationen für einen Bankraub. Das kann Geldnot sein, die Konflikttat eines Psychopathen oder eine politische Geiselnahme. Sozialer Hintergrund, Bildungsstand und die körperliche Verfassung sind entscheidende Faktoren für den weiteren Verlauf. Achtung, Männer, nochmal zuhören. Der Täter scheint hier nicht durch körperliche Reize wie Drogen oder Krankheit geleitet zu sein. Allerdings könnten nachher natürlich noch Hunger und Durst dazukommen. Ja, bitte in Bereitschaft bleiben, ja? Erhöhte Bereitschaft. Aufgrund dieser Informationen kann der Vermittler ein Täterprofil erstellen und eine Strategie entwickeln, die genau auf den Geiselnehmer zugeschnitten ist. Das erhöht die Chancen auf einen gewaltfreien Ausgang. Phase 2. Für die Verhandlungen bietet sich die zweite Phase an, weil sie die ungefährlichste ist. Die Lage hat sich gefestigt. Der Geiselnehmer denkt, er hat Macht und Kontrolle übernommen. Guten Tag, mein Name ist Jascha Wozniak. Ich bin hier der Einsatzleiter. Wie darf ich Sie ansprechen? Hallo? Und zurück! Los! Zurück zu den anderen! Pack mich nicht an, ich hab hier nichts getan! Leg dich hin, Gesicht unten! Hände in den Kopf! Während der Verhandlungen sollten die Geiseln untereinander niemals Pläne schmieden, um den Täter zu überwältigen. Keiner muss den Helden spielen. Stattdessen sollten sie sich gegenseitig beruhigen. Wir sehen hier gerade, die Frau ist hier völlig durch den Wind. Sie entfernt sich hier von der Geiseltruppe. Das durfte sie nicht machen, weil Einzelgänger häufig zu Gewalttaten benutzt werden, wie wir hier gerade auch sehen. Aus einer geschlossenen Gruppe heraus traut sich der Geiselnehmer meist nicht, jemand herauszunehmen. Und deswegen wird oft darauf verzichtet. Ja, ich will 90.000 in bar und den Fluchtwagen, und zwar genau in einer Stunde. Und wenn hier einer von euch reinkommen sollte, dann fange ich an, Geiseln zu erschießen. Damit das klar ist. Geiseln können zu einem friedlichen Ausgang beisteuern, indem sie Empathie zu dem Täter aufbauen. Entschuldigung. Was? Ich habe in meinem Rucksack habe ich Wasser. Dürfen wir was trinken? Das ist jetzt mal gut. Der Geiselnehmer macht der Geisel ein Zugeständnis. Die Geisel darf trinken. Auch sehr hilfreich in solchen Situationen ist das sogenannte Cold Reading. Hier versucht die Geisel mit dem Geiselnehmer einen gemeinsamen Nenner zu finden. Zum Beispiel, man unterhält sich über Sport oder über Kinder. Und gerade sein Verhalten, was er hier an den Tag legt, sagt viel über eine weitere Verhandlungsbasis mit ihm aus. Durch diese taktische Maßnahme erfahren Geiseln wichtige Informationen, die sie im Falle einer Freilassung der Polizei übermitteln können. Denn der Zugang zu den Überwachungskameras ist nicht bei allen Überfällen möglich. Was machen die da draußen so lange? Was dauert denn das so ewig? Das kann so echt nicht sein. Bei Geiselnahmen kommt es zum sogenannten Stockholm-Verhalten. Das ist eine Überlebensstrategie. Der Täter sympathisiert mit den Geiseln und auch umgekehrt. Da die Geiseln hier nur einen kleinen Überblick haben über die gesamte Operation, verstehen sie manchmal nicht das Verhalten der Polizei und was draußen so läuft. Warum dauert das so lange? Warum zahlen sie kein Lösegeld etc.? In dieser Phase fühlen sich die Geiseln und der Täter gleichermaßen von der Polizei im Stich gelassen. Das verbindet sie. Je länger die Geiselnahme dauert, desto größer wird die Beziehungsebene des Täters zu den Geiseln.
Verstärkt wird das durch kleine Zugeständnisse, wie etwa die Aufnahme von Nahrungsmitteln. Dadurch wird es für ihn immer schwieriger, eine Person aus der Gruppe auszuwählen und seine Drohungen wahrzumachen. Phase 3. Doch das Bündnis währt nicht lange. Nicht ohne Grund wird die dritte Phase auch als chaotische Phase bezeichnet. Hier fallen verschiedene ungünstige Faktoren zusammen. Irgendwann sind alle erschöpft und gereizt. Los, komm, aufstehen. Hier auf, komm! Ja. Da rein in die Tasche. Ab, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ja, ich hol Ihnen das Geld, aber bitte. Ich komm mit, ruhig. Ich hol mir. Geh! Ab! Jetzt sind die Verhandlungen seitens des Täters besonders von Emotionen gesteuert. Deshalb wartet der Vermittler erst einmal ab und lässt den Täter auf sich zukommen. Mir fehlen immer noch die 90.000. Und der Fluchtwagen. Ihr habt genau 30 Minuten. Und ansonsten fange ich an, hier Leute umzulegen. Ein besonders kritischer Moment für die Geiseln, denn der Täter hat ein Ultimatum gestellt. Wenn der Verhandler jetzt einen Fehler macht, eskaliert die Situation. Er muss die Forderungen des Täters abschwächen, damit er verhandlungsbereit bleibt. Wir haben den Fluchtwagen und das Geld schon angefordert. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Auf gar keinen Fall! Jetzt sind es nur noch 28 Minuten. Und wenn hier einer stirbt, dann ist es nur deine Schuld! Er wird uns alle umbringen! Sieh zu, dass ich still bin! Ich dreh durch hier gleich! Okay, Männer. Neue Lage, die Nerven liegen hier blank beim Täter sowie bei den Geiseln und ich halte es für sehr wahrscheinlich, ich wiederhole sehr wahrscheinlich, dass er die Drohung wahrmacht, die Geiseln zu erschießen, deswegen bereithalten zum Zugriff. Die Beamten bringen sich in Stellung und warten auf das Kommando zum Stürmen. Zugriffsphase. In der Bank spitzt sich die Lage dramatisch zu. Todesangst und Verzweiflung bestimmen nun das Verhalten der Geiseln. Ein großer Fehler. Bitte, tu mir nichts. Ich will doch nicht sterben. Jetzt fällt dir endlich mal zu. Tut es mir nichts. Es reicht sich endlich mal hin. Es reicht jetzt. Sie bringen uns die ganze Zeit. Nein! Setz dich nicht mehr mit mir. Ich will ja nicht, beide! Hier verhalten sich beide Opfer falsch. Wer hysterisch oder ausfallend wird, zieht die Aufmerksamkeit des Täters auf sich. Zugriff auf mein Kommando. Go! Die Beamten verschaffen sich leise Zutritt zu der Bank. Der Täter darf davon nichts mitbekommen. Ein Fehler und der Mann könnte seine Drohungen wahrmachen und die Opfer erschießen. Doch die Polizei weiß sich zu helfen. Mit einem akustischen Ablenkungsmanöver irritieren sie den Geiselnehmer. Dann geht alles ganz schnell. Der größte Fehler bei der Erstürmung ist, der Polizei entgegenzulaufen. Das schlechte Gewissen der Handlungsunfähigkeit der letzten Stunden führt bei den Geiseln häufig zu einem Helfersyndrom. Am besten schützt man sich, indem man versucht, Ruhe zu bewahren, sich nicht von der Gruppe absondert, allen Anweisungen folgt und Gemeinsamkeiten mit dem Täter findet. Damit sind die Überlebenschancen am höchsten.